Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Yo, ich hoffe, die Lichtverhältnisse stimmen, denn wir kommen gerade aus dem Stream. War ganz witzig, wir haben ein bisschen Hunter Call of the Wild gespielt, wir haben ein Idle Fishing Game gespielt am Anfang, das war auch ganz witzig. Und dann haben wir nochmal eine Führerscheinprüfung zusammen gemacht und haben die mit Bravour bestanden. Oh ja, nur eine Frage falsch beantwortet, die wir falsch gelesen haben. So ist es nämlich. Yo, es steht eine neue Challenge an und zwar müsste das heute Pride Day sein. Ist eine ganz witzige Challenge. Damit schalten wir den D8 frei. Ich glaube, der D8, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der reroad die Gegner im Raum oder so. Keine Ahnung. Ein Item, was ich sonst immer liegen gelassen habe. Was macht die Challenge besonders? Bright Day, ne, woran denken wir da? An Regenbogenflaggen und alles bunt und alles schön und alles in Harmonie. Und ja, deswegen haben wir alle Rainbow-Effekte, die man so haben kann in Isaac. Und zwar einmal den Rainbow Worm, der dafür sorgt, dass wir halt einen random Wurm-Effekt alle paar Sekunden bekommen. Dann haben wir das Rainbow Baby, was halt random Tränen einfach schießt. Und wir haben 3-Dollar Bill, die halt auch einfach unsere Tränen mit random Effekten unterlegt? Keine Ahnung. Wen müssen wir besiegen? Mom's Heart. Also let's go. Das sollte ja wohl kein Problem sein, oder? Ich hoffe. Gucken, ob wir damit was anfangen können. Ja, die Brains Challenge, wow, die ist halt schon in der Ecke knuspriger. Oh, das ist ja klasse hier. Wir waren nah dran, aber doch so weit weg davon noch, ne, vom Sieg. Aber ey, irgendwann knallert das rein und dann haben wir auch das unlocked. Aber ja, das Deathfinder ist halt auch einfach nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den nicht so wichtig, wie jetzt zum Beispiel. Warte, wir haben eine Kiste. Ich mach mal die Kiste auf da. Wir haben einen Schlüssel. Aber donk. Das war geil. Secret Room, ne? Oh. Bye. 3 €. Das ist ja perfekt. Dann können wir uns nämlich ein schönes Herzi-Merzi kaufen. Und vielleicht noch einmal im Self-Sacrifice Room Action machen. In der Hoffnung auf irgendwie Kiste oder Geld. Ich weiß gar nicht, was da als nächstes kommt. Ja, die Bombe gerade war geil. Beziehungsweise. Oh. Du mieses Schwein. Warte mal. Ich glaube, Plazenta heilt uns komplett, ne? Ne, ein Herz nur. Na gut, dann können wir die auch jetzt nehmen. Dann gehen wir nochmal Self-Sacrificen. Ich würde auch gerne in den Curse Room eigentlich, aber machen wir erstmal hier. Increased Angel Room Chance ist halt relativ laxo-maxo. Chest. Ja, Herz bitte. Oh nein, ich hätte es nicht nehmen dürfen. Kacke, Wurst. Naja, egal. Dann 3 Coins. Und bitte Angel Room. Ah. Naja. Es hätte ja klappen können. Was kriegen wir da? Random Angel. Boah, wir können unser letztes Herz da oben einfach nochmal traden, ne? Für Chance auf dem Angel Item. Dann stellt euch mal vor, wir bekommen jetzt einfach Sacred Heart. Oder Stairway. Oder Godhead. God forbid. Oder halt einfach ein Soul Heart, ne? Auch okay. Naja. Dann gehen wir weiter. Unverrichteter Dinge. Aber den Super Secret Room holen wir uns noch. Und ja. Einfach nur Scheiße halt, ne? Einfach nur absolute Scheiße. Weiter geht's. Ja, es wird eine kürzere Folge. Es ist ja nur Mom's Heart, was wir legen müssen. Von daher passt das schon, ne? Da. Oh ja, Plazenta. Ich habe ganz vergessen, dass wir uns ja heilen. Rein theoretisch hätten wir jetzt einfach da 20 Minuten warten können. Und wären dann geheilt, ne? Und hätten richtig Self-Sacrifice. Aber da wären ja nur noch die Troll-Bombs gekommen. Von daher egal. Bombe für Bombe, auf jeden Fall. Oh ne. Auf Geld gehofft. Ja, ich bin immer noch leicht verschnupfert. Aber es wird immer besser. Es wird immer besser. Oh Gott. Und irgendwann ist auch das vorbei, ne? Hi. Ja, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ne? Aber die letzten beiden Folgen. Gerade in der letzten Folge. Da sieht man ganz am Anfang. Also ich glaube gerade vom Übergang vom Spielmenü ins Spiel rein oder so. Da ist auf einmal irgendeine komische Überblende, die ich gar nicht reingemacht habe. Die ist beim Rendern einfach dazugekommen.
Ich weiß nicht warum. Aber ja, mein Videobearbeitungsprogramm hat nämlich ein Update gemacht. Vielleicht kennt ihr es. Filmora heißt das und ist jetzt von 13 auf 14 gegangen. Oh ja, 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 ja. Yeah. Und ja, das 14er Update hat ganz viele neue geile Sachen dazu gebracht, auf jeden Fall. Oh, Chaos hätte ich auch so gerne eigentlich, ne? Oh. Naja. So, ganz viele neue Sachen. Also wirklich richtig hilfreiche Sachen. Aber meine Lieblingssachen, wie zum Beispiel das Keyframing, was ich halt benutze, wenn ich halt mein Gesicht groß mache. Oder klein mache. Kann ich die Animation einmal stocksteif machen? Oder halt smooth? Das geht. Und dieses Smooth, das ging nicht mehr. Zumindest nicht mehr, wenn ich einen Filter auf dem Gesicht habe, wie der große Augenfilter, den ich so liebe. Ja, den gibt es nämlich nicht mehr. Beziehungsweise der Filter ist jetzt super scheiße. Und, das habe ich natürlich erst gemerkt. Nimmst du es bitte? Ach nee, ich kann den Rainbow Worm nicht ablegen. Gut. Naja, jedenfalls war das sehr tragisch und ich habe geweint und alles und habe gedacht, man, es gibt keinen großen Augenfilter mehr, Keyframing funktioniert nicht mehr richtig, alles doof. Aber ich habe es geschafft und bin wieder, ich habe gedowngradet das Programm, ich habe es hingekriegt und ja, jetzt ist wieder alles toll. Jetzt ist wieder alles toll. Ich war nämlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt sehr enttäuscht und war wirklich schon so, ja, weiß ich nicht. Ich war dann halt so in so einer Phase, oh. Mach ich das? Dann ist Rainbow Baby weg, ne? Oh, Ducky. Das ist aber ein netter Tausch. Hey, was geht, Mann? Ja, das ist normal, Mann. Gut. Ja, war ich halt ein bisschen demotiviert und hatte halt nicht mehr so Bock oder hab mich nicht mehr so doll aufs Editing gefreut, weil ich wusste halt, so viel geht einfach nicht mehr. Jetzt bin ich wieder auf 13. Ich hoffe, es geht jetzt alles klar. Und ich bin wieder glücklich. Oder was? Natürlich. Da, 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 da. Ja. Gib mir bitte Page and Boy, weil ich würde so gerne Chaos haben. Oh, nice Dodge. Oh mein Gott, ey, jetzt muss ich aber aufpassen, damit wir den Deal nicht verlieren. Komm, gib mir mal ein paar geile Effekte hier. Das ist nicht geil. Ja, schön die Boogers, schön mit Popel bespielen. Ja, das ist auch geil. Oh! Oh, mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Bitte hör doch auf, ich mag es nicht, wenn du das machst. Wirklich. Das verletzt mich auch. Gut, nimm du Ducky. Pentagram ist nice. Und ja. Naja. Das ist auf jeden Fall ein Tag. Wow. Ja, komm, nehmen wir mit, ey. Nehmen wir mit, was soll's. Haben wir jetzt noch genug Kohle? Für irgendwas Tolles im Shop? Es reicht ja auf jeden Fall nicht für Chaos und so. Nö. leider, nein, leider gar nicht. Vielleicht ist aber hier der Secret Room mit richtig viel Geld drin. Vielleicht aber auch nicht. Naja. Hätte ja klappen können. Eine Bombe on Sale oder so. Egal. Wir gehen weiter. Pentagram ist auf jeden Fall schon mal gut. Ist ein Damage-Up, ne? Das mögen wir sehr gerne. Und das Lemmigaton, das wird uns verteidigen. Oh mein Gott, hier stehe ich sehr, sehr ungünstig, weil die sind ganz schön explosiv, die Brüder hier. Ducky, mach mal bitte, ey. Gib mir mal ein Soulheart jetzt. Ja, oder Blackheart nehme ich auch. Oh, Ducky, mach mal bitte, ey. Ducky, was ist das? Kann ich das nehmen? Kann ich dir verschrauen, Ducky? Ja, aber na klar, Mann, wir sind doch Freunde. Hey, wenn du das sagst. Pretty fly. Siehst du? Danke, Ducky. Ist doch kein Problem, Mann. Ah, du Leute. Ich hätte das Buch nehmen sollen gerade. Naja, egal. Ein Raum mit vielen Gegnern. Es werden immer weniger einfach. Oh. Ja, machen wir mal den hier, ne? Kurzer Prozess. Hier können wir das Lemmigaton, oder funktioniert das nur, zählt das nur für die zwei vielleicht? Oder für alles, was die auch gespawnt haben? Oh. Homing. Das war der Brainworm. Ist in Ordnung. Das Soulheart
nehmen wir, um hier reinzugehen? Oh, Toxic Tears. Ja. Empress und High Priestess. Dann nehmen wir doch die Empress mit. Und holen uns gleich einen schönen Buffy Buff Buffersen. So, hier hätte ich auch gerne das Buch benutzt. Bin ich ganz ehrlich. Aber ist schon okay. Ist schon okay. Ja, jedenfalls, eben nach dem Stream, da gab's Besuch vom Neffen. Oh, unsere Nachbarin, Mama. Knappe Kiste war das. Ja, 8 Jahre alt ist der. Oh Gott, oh Gott. Cooler junger Bursche auf jeden Fall. Aber er wollte halt gerne, weil die haben auf unsere Katze mal aufgepasst, auf Stewie. Und hatte dann gefragt, ob er dann nochmal vielleicht mal mein Setup angucken kann, während wenn ich mal da bin und so. Hab ich natürlich gesagt, klar, kein Problem. Sollen sie einfach klingeln. Und heute waren sie da. Und hat er das alles gesehen und so, ne? Und hat er gefragt, ob ich YouTube mache. Ich hab gesagt, ja, mache ich und so. Er so, wie heißt du denn auf YouTube? Und ich so, sagt dir Basti GHG was? Und ey, so eine Augen bekommen. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja. War geil. Aber da musste ich ihn enttäuschen. Aber war lustig. Hat er sich trotzdem gefreut. So. Er kam hier nämlich richtig mit einem Minecraft-T-Shirt rein und so. Voll cool. Nein! Oh. Aber hier hätte ich auch gerne das Buch benutzt, ne? Ja, war das nicht ein Rift? Oder war das ein Little Horn? Kann auch sein. Oh, Belt einfach so. Und hier nochmal für Darky. Big, big, big. Big, big. Big, big. Big, big. Naja, ich muss das noch lernen. Ich würde gerne so reden können wie, oh, ich habe den Namen vergessen. Die haben eine richtige Bezeichnung. Die Leute, die beim Jahrmarkt Autoscooter halt das Mikrofon bedienen und immer sagen, noch eine Runde, seid ihr noch ganz da? So, ich will gerne so reden können und ich brauche diese Hall-Effekte dafür und alles. Aber dann kann ich immer schön sagen, Kaufland, Kaufland, Kaufland. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe heute 6 Stunden gestreamt, ich bin ein bisschen durch auch. Es tut mir leid, okay? Aber wir müssen da jetzt durch. Ah! Hier auf jeden Fall das Buch nochmal. Schön. Was? Restock. Oder 3 Schlüssel für 7 Euro. Ja, Restock ist schon cool und alles, aber ganz ehrlich, ey. Ich glaube, da können wir keine Value mehr draus ziehen. Ich nehm's trotzdem mit. Die coolsten Dings-Items, Steam Sale und. Oh, Darky, jawohl, ey. Das ist aber heute dein Tag, ne? Ich bin aber auch der Meinung, dass wir langsam mal wieder ein bisschen enger zusammenrücken sollten. Du und ich. Hm? Oh Gott, ich hab voll den Faden verloren. Irgendwas hab ich doch gerade gesagt, oder? Naja. War wohl nicht wichtig. Was ist das denn? Hey, du miese Sau. Oh. Achso, ja, ich habe irgendwas gesagt, von wegen, ich bin ein bisschen durch den Wind, ne? Bin ein bisschen fertig auch. Es ist jetzt, na gut, 21.17 Uhr, das geht noch, ne? Es geht noch, klar. Ja, morgen, ah ne, also für euch heute, kommt die Folge ja raus. Es ist ja die Folge vom Montag jetzt. Und wenn die Folge rauskommt, ist es 18 Uhr. Und um 20 Uhr bin ich live. Und dann gibt es die Auflösung eurer Outdoor-Challenge. Hm? Ihr solltet ja rausgehen in die weite Welt und ein wunderschönes Blatt finden. Weil wir haben Herbst und Herbst hat schöne Blätter und so. Und davon ein Foto machen oder Video oder irgendwas halt. Und das auf den Discord stellen. Und wenn ihr das schönste Blatt von allen habt, dann gewinnt ihr Gamekeys. Die ersten 3 Plätze gewinnen Gamekeys. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt und diese Folge pünktlichst um 18 Uhr guckt
Und sie geht ja jetzt 15 Minuten, also müsste es jetzt 18.15 Uhr sein, circa. Dann habt ihr noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Nein, Stunde. Und fast zwei Stunden, sagen wir mal so. Boah, also damit sind wir doch aber hier immer noch nicht conjoined. Stimmt, weil wir Rainbow Baby weggemacht haben. Nehmen wir den Quad. Damit könnte es halt wieder ein bisschen mehr Value geben. Ne? Oder wir nehmen die Schaufel, weil da gibt es noch ein paar Items. Die es ja sonst nicht gäbe. Oh. Komm, wir nehmen die Schaufel. Komm, wir nehmen die Schaufel. Und nehmen wir jetzt nochmal Little Abaddon. Ja, wir nehmen Little Abaddon. Scheiß drauf. Okay, Flottico, bitte, Mama. Oh, da kommen wir ja ran. Mit dem ganzen Wasser sehe ich nichts. Wo ist die Floor Deco? Ist das die Floor Deco? Diese Made da? Nee, ne? Gibt's überhaupt Floor Deco, weil alles so mit Wasser voll ist? Das hier ist Floor Deco, ne? Genau hier. Ja, so ein kleiner Fleck. Oh, Piercing Shots. Big. Gut. Ich glaube, Piercing Shots hätte ich sogar als Level Deal genommen, wäre es da gewesen. Von daher. Oh, das ist richtig gemacht im Leben, ne? No regrets. Und tschüss. Das ist jetzt schon Floor 5. Das war Floor 4. Ich sag doch, Floor 4 ist ein Game Changer. Immer wieder. Entweder negativ oder positiv. Dieses Mal positiv, denn wir haben Piercing Shots bekommen. Und die mögen wir sehr gerne. Und die Schaufel halt, ne? Jo. Was eigentlich mit den Bomben? Wieso haben wir nur noch eine? Ich finde das gar nicht mal so geil. And sus! Machen wir mal Scheiß drauf ein. Dann wissen wir auch, wo der Super Secret Room ist. Wenn wir noch Bomben. Okay, never mind. Hier sind Bomben. Dankeschön, dankeschön. Ha! Mama, ich werde getrollt. Noch mehr Bomben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gehe trotzdem nochmal im Shop abchecken, was da so los ist. Oh, Mystery Gift. Oh. Mein Lieblingsitem auf der ganzen weiten Welt. Ist das dieser Beatbox-Typ von My Singing Monsters? Der sieht so aus. Krass. Wenn es ist. Also wenn nicht, ist trotzdem cool wahrscheinlich, aber das wäre schon eine richtig krasse Reference. Weil das jetzt halt nicht so übertrieben bekannt ist, aber trotzdem ikonisch für die, die es kennen. Ich sag nur bam, bam, bam. Bam, bam, da, 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 da. Ne? Sie Bescheid. Da haben wir noch einen Soli Moli. Quatsch, einen Roti Moti. Da kommt auch noch einer raus. Das ist eine Frechheit. Aber gut. Zwei Schlüssel und eine Karte. Naja. Gibt geileres. Wheel of Fortune. Alright, gucken wir mal, ob wir mit der Schaufel hier irgendwas Geiles machen können. Floor Deco da. Und Godhead. Nope. So. Ich glaube, wir haben noch nicht ein einziges Mal das Item Blank Room gesehen, oder? Oder zumindest gehabt. Vielleicht haben wir es mal gesehen, aber sind nicht rangekommen oder sowas. Komm, wir nehmen das mal für den Fight. Oder wir nehmen es für den Devil Deal. Ja, wir nehmen es für den Devil Deal. Was sagen, fliegst du zwei Runden? Gib mir was, Darky. Na gut.
Oh, haben wir jetzt alle Demons in diesem Spiel? Ich glaube ja, ne? Wir haben Darky, wir haben Demon Baby und wir haben Little Abaddon und wir haben Little Brimstone und wir sind conjoined und das ist ja alles so geil hier. Ich wollte Empress dafür nehmen eigentlich. Ich bin voll smart. Ich bin richtig smart. Ich bin in fact so smart, dass das schon gar nicht mehr auffällt, wie smart ich bin. Es könnte sogar schon dumm wirken, so smart bin ich. Gut. Wir haben 14 Euro, also ein Shop könnte sich fast lohnen. Das ist die größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Denn unser Hauptproblem ist HP. Unser einziges Problem eigentlich sogar. Gut. Da-da. Ah! Das war eine richtig gemeine Kombo, ey. Die einen schießen straight, die anderen diagonal. Flautico. Und? Oh, Black Market. Yoink. Okay, bringt gar nichts. Boah, das würde sogar was bringen, halbwegs. Der Rest ist halt eher so meh. Machen wir Empress und nehme einfach mal... Ja, was nehme ich? Was wollte ich denn machen? Ja, den Kompass und das hier. Saverdo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also noch können wir halt easy sterben, ne? Gleich gibt's Full Heart Damage, also zwei Hits noch und dann war's das mit uns. Saverdo. Shop und alles ist da, okay. Gut. Aber Darky hält uns schon am Leben, ne? Der macht das schon, ne, Darky? So würde ich das hören, ey. Einsatz. Einsatz. Bam, 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 bam. Ist das eine goldene Pille? Ah. Ich bin richtig excited, ey. Oh mein Gott, bin ich excited. Nimm mal. Komm mal auf. Oh, du bist doch so ein nerviges Wesen. Gut. Ich will mehr Pillen lutschen. Oh, das war's. Okay. War aber trotzdem in Ordnung. Warte mal. Temperance, Fragezeichen. Was macht das nochmal? Oh. 10 Pillen. Es wären eigentlich nur 5, ne? Aber das sind jetzt 10, weil... gebachte Karten. Oh mein Gott. Okay, das war's. Babe. Darky? Nee, hab ich genommen. Naja. Nö, es war doch aber eigentlich ganz positiv. Oh, der nächste Penner fürs Team. Komm rein hier, ey. Komm rein, Brasa. Komm, die beiden kannst du hier gleich nehmen. Nimm, nimm, nimm. Die sind für Darky. Alle sind happy, ne? Alle happy? Mit ihren Spenden? Hä? Ach, I'm excited. Oh mein Gott, bin ich auf einmal schnell gewesen. Bin voll reingerannt in den... Naja, egal. Das nehme ich. Oh. Hier ist down. Ach ja, wir haben doch hier Dingsbums. Restock und alles. 2 Euro brauche ich noch. Da hätte ich die 2 Euro einfach mal genommen eben, ne? Oh mein Gott, das ist ja... Oh mein Gott, oh, was ist das für ein Raum? Das ist ja das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Ah. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Nein, ich brauche doch Geld, Mann. Weißt du, kommen die Penner wieder an und nehmen dir alles weg. So, wollte mal sehen, wie ich jetzt Bob Spray bekomme, ey. Na gut. 1 Euro noch. 1 Euro. Das ist kein Euro, aber hier ist doch der Secret. Da wird es jetzt doch sicherlich Geld geben, ne? Und wenn nicht, dann gibt's das Maul. Ba, 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 ba. Ja! Okay, nee, das kannst du haben. Juhu! Waren wir hier schon im... Oh, das war keine Floor-Deko, das war seine verdammte Leiche. Aber ich glaube, hier waren wir schon im... Ja, ja, hier war der Black Market, also alles cool. Jetzt können wir sogar 2 von den Dingern hier noch kaufen. Nein, können wir nicht! 1 Euro! Ho, 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 ho. Ah, nein. Isaac!
Warte mal, Magician. Ich nehme einfach mal. Ich glaube, hier in dem Fight ist das ganz gut mit Magician. What? Okay, Mama hatte gar keinen Bock mehr. Danke, Ducky. Und Shotspeed down. Weg hier. Ah. Ah, ja, ho, ho, ho. Ja, warum habe ich eine Mütze auf? Weil meine Haare aussehen wie ein hingeschissener Teppich. Ne? So, das ist ein schöner Raum. War wirklich kein Problem. So, nicht die Schaufel vergessen, wenn sie full charged ist. Babum. Gut. Two of Hearts. Scheiß drauf. Floor Deco, das hier, ne? Und bitte. Ich dachte gerade, da ist kein Item drin. Ace of Spades, aber das ist doch ganz gut. Wir haben ja Tarot Cloth und jetzt haben wir eine 10% höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Floor Reward eine Karte ist, oder? So war das doch. Oh, Darky hier, Gönnung, ey. Darky? Nimm, vertrau mir. Sag ich doch. Danke, Mann. Bist ein Guter, ey. Bist ein Guter. Ich weiß, du doch auch, du doch auch. Ups. Für den HP ab. Für den Fall, dass wir einen Devil kriegen, könnten wir vielleicht was Cooles nehmen. Wir machen. Oh Mann. Oh. Wie geil der Touch doch sein kann, ne? Ba 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 bo ding bao paf bum bum pai pai. Yeah. So, den kannst du haben. Ja. Ach, schon wieder. Sag mal. Hallo. Aber die Tür ist schon auf, aber ich will ihn jetzt umbringen. Hallo? Ich hab mir einfach in der Zwischenzeit ein Bier geholt. Was? Ach komm. Alkohol ist böse. So. Aber es ist Sonntagabend, ey. Bam. Empress, perfekt. Und jetzt gehen wir. Achso, war ein XL-Floor. Oh mein Gott, Lord. XL-Floor, das heißt, ein Floor weniger, durch den wir durch müssen. Und damit ist die Challenge jetzt auch schon wieder vorbei. Gleich. Hä? Come on, ey. Im Leben nicht. Ducky, für dich. Ja, ich nehme. Hier, bitte. Ducky? Ja, nimm, vertrau mir, Mann. Wirklich. Ist okay. Ja, bisschen perfekt okay, für dich. Perfekt. Frauen mögen das. Komm, bevor wir Mom legen, gehen wir nochmal kurz in den Secret Room. Kirby! Mit einer Animation sogar. Wie geil ist das denn?
Big, big, big. Okay, ich weiß nicht. Achso, ja. Sollen wir High Priestess nehmen und Mamas Herz mit Mamas Fuß besiegen? Oder Empress einfach richtig stark werden, so? Was macht eigentlich... Nee, warte mal. Was macht eine gebackte High Priestess? Machen wir mal. Hallo, Mutti. Alright, und... Oh, Double Storm. Na, wie gefällt dir das, Mama? Deine eigenen High Heels, ey. Darky nochmal für dich hier. Und Satanus. Klar. Und was wollen wir wetten, dass jetzt Lump of Coal kommt? Ich glaube, die letzten 10 Mal war es immer Head of Krampus. Und jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen, jetzt wird Lump of Coal kommen. Ich wette ein Bier drauf. Gut, nee, ist in Ordnung. Der D8 ist in unserer Tasche. Wir haben es geschafft. Wir sind auch tatsächlich bei 32 Minuten Aufnahme aktuell. 31, jetzt exakt 32. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Likey-Mikey oder ein Kommentörchen da. Und sagt mir, was ihr gerne sehen wollt in der nächsten Zeit. Ich brauche auch immer noch Vorschläge für Bestrafungen, weil ich habe ja die Challenge verkackt. Wie der Deutsche sagt, so reingeschissen habe ich. Also absolut versagt auf ganzer Linie. Nie eine Chance gehabt. Und deswegen wird es Bestrafungen regnen und die werden von euch ausgesucht. Ich habe ja noch ein paar von euch vom letzten Mal, die nehme ich mit in die Liste auf und dann könnt ihr auf dem Discord wählen. By the way, als ich krank war, hatte ich halt noch ein Video, wie ich das Geburtstagsgeschenk meiner Frau, in dem Fall einen Flaschengarten, zusammenbastle mit Malen auch und so. Und dieses Video habe ich während meiner Krankheit rausgebracht, habe aber gesagt, ey, ist exklusiv für die Leute auf dem Discord, weil ich mag das immer nicht so lange alle warten zu lassen. Und vor allem, wenn auf dem Discord geschrieben wird, man bist du wieder gesund und so. Und alles Gute, gute Besserung. Das hat mir so leid. Also wenn ihr das sehen wollt, kommt gerne auf den Discord, da ist der Link. Und dann viel Spaß damit, oder was? Ist ganz witzig. Bis morgen. Stay cozy, bye bye. Oh, 10 Pillen. Stopp! So. Meine Geduld hat ein Ende. Ich war heute nichts. Nichts als nett zu ihm. Und habt ihr gemerkt, wie er mir von seinen 20 Pillen oder was das war, mich auch nur eine, nicht auch nur eine verdammte kleine Pille angeboten oder gegeben hat? Habt ihr das gemerkt? Das wird ein Nachspiel haben. Ein absolut abartiges Nachspiel.